wird. Wichtig ist die Führung hier, dass wir zuerst die Frau in den Rückwärtsschritt führen und danach müssen wir uns abstürzen. Hier ist wichtig, dass zuerst wieder die Frau auf den vorderen Fuß bringen und hier rückwärts rutschen. Das heißt, dass wir frontal schließen werden. Und dasselbe passiert hier. Die Frau auf den Rückwärtsschritt führen, sich abstützen und von hier wieder in der Rückwärtsrutsche ziehen führen. Was wichtig war, wenn der Herz rückwärts führt, dass wir immer mit dem Spielbein reagieren und nicht mit der Hüfte weggehen. An der Stelle zum Beispiel, wenn der Herz rückwärts führt, kommt er mit dem Gewicht auf uns zu, wir strecken am Platz, aber gehen nicht mit der Hüfte weg. Sonst reagieren wir auch die Führung immer von oben nach unten, das heißt die Führung nehmen wir oben auf für die Richtung und dann pivotieren wir am Platz nach. Hier passiert, dass wir diese Stelle nehmen, was gegen Tanzrichtung und nicht geradeaus. Hier. Wir denken, wenn wir aufmachen, dass wir zurückgehen. Dass wir nicht zu viel Gewicht hier brauchen, mit dem Körper, sondern sie abstützen und wieder zurück. Was bei uns passiert damit, der Herr führt uns den Rückwärtsrutsche, was für uns eine Pivot bedeutet, auf unserem Standbein vom Oberkörper eingeleitet und das unten gut nachdreht, sodass unsere Hüfte wieder in die Richtung kommt. Und dieser Schritt können wir noch mehr wollen. Platz und auf die Hand. Oder wie das hier geht, wenn es niemand ist. Und wichtig ist die Dissoziation. Dass wir zuerst führen, die Führung anfangen, danach absetzen. Dasselbe hier.